Я аттестат сегодня получаю о окончании школы. Der Zusammenhang zwischen Kraft- und Bewegungsänderung einer Masse, der Physiker redet von den Newtonschen Axiomen. Ausführlich wurde der Einfluss der Massenverteilung auf das statische und dynamische Gleichgewicht erforscht. Intensive Experimente mit dem statischen Hebelgesetze wurden in unterschiedlichen Zusammenhängen aufs Genaueste. Wie es sich für echte Physiker gehört, waren wir natürlich offen für interdisziplinäre Fragestellungen. So wurde im Leistungskurs in intensiven Sitzungen die theoretischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie in der Praxis beim Kartenspiel angewendet. Am längsten dabei auf unserem Weg waren jedoch unsere Eltern, die uns seit der ersten Klasse Pausenbrote schmierten, stets gute Ratschläge gaben und uns den Rücken für unsere Entwicklung freihielten. Dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns auf einen schönen Abiball nachher und eine glückliche und erfolgreiche Zukunft. Vielen Dank. Mathematikervereinigung verleiht als Anerkennung für herausragende Abiturleistungen im Fach Mathematik den DMV Abiturpreis 2012 auf Vorschlag der Schulleitung an Philipp Eckstein. Besondere Ehrung der Humboldt-Schule, die wir seit dem letzten Jahr eingeführt haben. Es geht um den sogenannten Humboldt-Preis. Der Humboldt-Preis bedeutet, dass ein Schüler sich in seiner Schullaufbahn sehr für die Humboldt-Schule eingesetzt hat. Dazu gehört ein herausragendes soziales Engagement oder ein Engagement in einem der anderen Bereiche, die die Humboldt-Schule vertritt. Einer der Abiturienten hat sich in besonderer Weise eingesetzt. Er ist Schulsprecher der Humboldt-Schule gewesen. Er hat dafür gesorgt, dass die Spendeninitiative entwickelt wurde, bei der wir immerhin 30.000 Euro zusammenbekommen haben, die dafür gesorgt haben,
und dafür gesorgt worden ist, dass wir jetzt auf dem Schulhof einige Neuerungen haben, insbesondere auch für die Jüngsten unserer Schüler und Schülerinnen. Dieses Engagement ist ungeheuer wichtig. Wir als Schule können nicht existieren, vorankommen, unsere Schüler fördern, wenn es nicht Schüler gibt, die diesen Gedanken mittragen und die sich mit der Schule identifizieren und für die Schule und vor allen Dingen für ihre Schüler und Schülerinnen arbeiten. Ich zeichne in diesem Jahr mit dem Humboldt-Preis Philipp Eppstein auf.
Was machst du hier? Was machst du hier?